Limousinen. Das sind Autos mit einer langen Karosserie und einem vergrößerten Achsabstand. Heutzutage finden wenige Menschen diese überraschend. Und deshalb zeigen wir euch heute die ungewöhnlichsten Limousinen. Es gibt Limousinen aus der Klasse Formel 1, die länger als 30 Meter sind, und wir werden euch so nebenbei das Geheimnis erzählen, wie diese um die Kurve fahren können. Wir erzählen euch was von der Ghostbuster-Limousine und sogar von der Batman-Limousine. Lasst uns also beginnen. Mike Pitipes ist ein Kanadier, der es geschafft hat, eine Höchstgeschwindigkeitslimousine zu designen, oder auch genannt eine Formel 1 Limousine. Das ist eine unübliche Erfindung, welche auf dieser Welt ohnegleichen ist. Das Limousinenauto mit 7 Sitzen, welchem bereits der Name GP Limo verliehen wurde, ist im Versuchsstadium. Es darf noch nicht laut den kanadischen Gesetzen in die Massenproduktion gehen. So kann es also nur auf Renntestschrecken gesehen werden, und an den gleichen Orten kann man die Superlimousine für die eigenen Zwecke mieten. Laut den Erfindern dieses nächsten Wunders sind die üblichen öffentlichen Verkehrsmittel langweilig im Vergleich zu dieser Version. Der Superbus ist im Grunde genommen ein Hybrid aus einem Superauto und einem Bus mit einer Länge von etwa 14 Metern. Was schnelle Autos angeht, ist das ein Rekord. Die Entwickler haben sich entschieden, dieses Monster mit einem Elektromotor mit einer Höchstleistung von 816 PS in Bewegung zu setzen. Und dadurch ist es gleichzeitig der schnellste Bus und die schnellste Limousine mit einer Höchstgeschwindigkeit von 249 km/h pro Stunde. Jeder Sitz ist mit einem individuellen Platz mit einem aktiven Seitenhalter und einem 4-Punkt-Sitzgurt ausgestattet, sodass die Passagiere nicht während der Fahrt aus ihrem Sitz fliegen. Die American Dream Limousine wurde speziell für Dreharbeiten entwickelt und ist immer noch der Guinness-Rekordhalter als das längste Auto der Welt. Diese Limousine ist 30 Meter lang. Sie wurde in den frühen 80ern von Jay Orberg gebaut. Obwohl diese Limousine für Dreharbeiten gebaut wurde, ist dieses Auto eine echte, mit allen Komponenten ausgestattete Limousine. Auf 26 Reifen wird die luxuriöse Ausstattung getragen. Dazu gehören ein großes Wasserbett, ein kleiner Pool und ein Whirlpool. Sie besitzt sogar einen eigenen Hubschrauberlandeplatz. Diese erste Frage, die in allen aufkommt, die diese Maschine sehen, ist, wie diese Maschine wendet. Tatsächlich hat dieses Auto eine Fraktur, die sich hinter der zentralen Gruppe der Räder befindet. Ihr könnt das in dem Foto sehen. An dieser Stelle ist das Auto aufgeteilt und kann das Hintere der Limousine wie einen Lastzug wenden. Es ist ein Anhänger. Die Batmobile-Limousine. Ja, sogar der dunkle Ritter hat seine eigene Limousine. Dieses Auto wurde von 1989 bis 1992 produziert und dessen Nachbildung kostet einem $4.200.000. Ihr könnt sie heutzutage auf den Straßen von New York finden. Es ist extrem schwer, eine von diesen Fahrzeugen zu mieten, da die meisten von ihnen sich in privaten Sammlungen befinden. Die Ferrari 360-Grad-Limousine ist ein Rekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde und illegal. Trotz dessen respektablen Dimensionen ist dieses Auto in der Lage, in seiner Klasse einen Geschwindigkeitsrekord von um die 265 km/h aufzustellen. Das Auto wurde sogar zum zweiten Mal, nämlich auch als das längste Ferrari-Auto, aufgenommen. Die offiziellen Repräsentanten der Ferrari-Firma waren jedoch gleichzeitig mit der ursprünglichen Entscheidung des Konstrukteurs nicht glücklich. Die Anwälte von Ferrari verklagten den Designer dieser kreativen Limousine, nämlich den in Manchester geborenen Dan Cowley, dafür, illegalerweise die Marke verwendet zu haben, und forderten, dass alle Logos der Firma von diesem Meisterwerk entfernt werden sollten. Das Projekt der englischen Firma Cars for Stars hat sich darauf spezialisiert, Sportautos und Luxuslimousinen zu leasen. Ihr Lamborghini Aventador hat die sich nach oben öffnenden Türen übernommen. Um das Auto den Komfortstandards der Limousinen näher zu bringen, sind die Sitze mit einer Heizung ausgestattet. Der Lamborghini hat einen Bartresen, einen Kühlschrank für den Champagner, Fernseher und ein leistungsstarkes Audiosystem. Das Triebwerk ist der gleiche 12-zylindrige 700 PS starke Motor, aber mit seinen Maßen ist es unwahrscheinlich, dass er die gleiche von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden vorweisen kann. Die Hammer H2 Transformer Limousine ist nicht nur ein Auto. Sie ist ein Miniclub, in der Lage 24 bis 30 Leute aufzunehmen. Sie ist mit einer Discokugel, Neon- und LED-Licht, einem Sternenhimmel, einer Lasershow, einer Rauchmaschine und mehreren Minibars ausgestattet. Im Grunde genommen ist hier alles vorhanden. Es ist einfach aufzulisten, was es hier nicht gibt. Und am allerwichtigsten, die Höhe des Autos erlaubt es einem, in der Kabine völlig aufrecht zu laufen, von einer Bar zur nächsten, ohne sich zu ducken.
Sie wiegt etwa 25 Tonnen und ist um die 21 Meter lang. Tatsächlich ist der Midnight Rail ein Anhänger für die Peterbilt 379. Das rostfreie Stahlgehäuse bietet die größte Sicherheit für die Passagiere und hat innen eine Fläche von rund 40 Quadratmetern. Dazu gehören 22 Plattformräder, die mit unabhängigen Bremsen ausgestattet sind, welches die volle Kontrolle und Bewegungskontrolle dieser mobilen Disco ermöglicht. Zwei Elektrogeneratoren stellen für all die elektronische Ausstattung dieser Limousine die Energie bereit. Der Innenraum des Midnight Riders wurde im Stil des Fahrzeugs des Räderwerks von den amerikanischen Präsidenten aus den 1870ern entworfen und besteht hauptsächlich aus poliertem Holz und Glas. Die drei Rider-Mittagshallen haben ihre eigene Bar, Fernseher und Telefon. Mehr als 40 Leute können hier bequem untergebracht werden. Der Mietpreis von diesem Monster beträgt $1000 pro Stunde und der Ridera wird von einer fünfköpfigen Mannschaft bedient. Zwei Fahrer, eine Wirtin, ein Techniker und ein Barkeeper. Das Auto des US-Präsidenten ist der Cadillac, welcher Beast Nummer 2 genannt wird. Das neue Präsidentenauto war in Vorbereitung, als es bekannt war, dass es bei der Amtseinführung eine erhöhte Gefahr geben würde. Wie schon bekannt, kamen Tausende von Gegnern, um Donald Trump zu beglückwünschen. Die Reifen sind im Falle einer Panne mit pumpender Luft ausgestattet. Der Boden des Autos ist mit Panzer ausgestattet, in der Lage, die Explosion einer Antipanzermine auszuhalten. Die Windschutzscheibe des Autos besteht aus 5 Schichten verschiedener Komponenten, Glas und Polycarbonate. Es ist in der Lage, direkte Schüsse von Großkalibergeschützen auszuhalten. Die hinteren Türen bestehen aus einem 20 cm dicken Panzer. Sie wiegen so viel wie das Cockpit der Boeing 757 und der rechte hintere Passagiersitz ist mit weiterem Schutz ausgestattet. Das ist der Sitz des Präsidenten. Dort gibt es eine Waffe, einen Blutvorrat in der rechten vorderen Tür und Sauerstoffmasken an der Decke der Limousine. So wird also der Präsident geschützt. Wenn ihr das letzte Auto auf der Straße seht, denkt ihr vielleicht, dass Marty McFly und Doc Brown aus der Zukunft zurückgekehrt sind oder dass die Ghostbuster im Auftrag unterwegs sind. Dieses merkwürdige Auto ist ein Mercedes und um noch genauer zu sein, einfach zwei zusammengeschweißte Mercedes-Benz 300 TD. Antti Raako ist ein Fahrzeugdesigner, der 10 Jahre damit verbracht hat, diese 10-sitzige Limousine mit 36 Spiegeln und 86 Lichtern zu kreieren. Einzelteile von 40 verschiedenen Autos wurden für dieses ungewöhnliche Auto verwendet. All dies führte zu einem Endpreis von $950.000 für eine Nachbildung. Habt Dank fürs Zusehen!